und herzlich willkommen zum Korea Grand Prix Rennen 14 von 19 schon. Und wer ist natürlich mit dabei? Der Iceman. Ja, hier, der CLMS Dynamo. Ja, eigentlich ist die Stimmung nicht ja, so gut hier. Bei uns. Nee, eigentlich nicht. Das ist ja letzte Woche Sonntag ist ja was Schlimmes passiert. Ja. Eine Legende verunglückt, aber zurzeit liegt er bei uns noch im Krankenhaus. Ne? Also zur Zeit der Aufnahme, wir wissen nicht, was es jetzt an diesem Tag, heute ist Samstag, wo ihr das seht, ist. Wir wünschen natürlich gute Besserung an dem Formel 1 Gott. Michi Schumacher. Ja. Aber er ist mit Helm gefahren, also er hat. Ja, ohne den Helm habe ich schon gelesen, wäre er tot gewesen. Also schon sofort. Ja, und der ist ja mit seinem Sohn gefahren. Streckenzeit 2:07:32. Naja, Grand Prix 4. Frag mich warum. Top 15 Platzierung 0. So, gut. Ja, ich erstelle zurzeit eine Statistik der Boxenstops und Strafen von mir und dem Ruffy. Ja, und für das letzte Rennen. Ja, für das letzte Rennen. Es sieht nicht gut aus für mich. Und also du mit kannst den ja nochmal noch. Oh, es ist sonnig. Mit Aussicht auf Fleischbällchen. Sonnig. Mit Aussicht auf Punkte. Ja, ich hab geübt wie Sau. Also, mir tun die Finger weh und der Akku war auch schon leer. Von dem Schnitten. Ich war im Urlaub. Ach, wer braucht schon Urlaub? So. 2, 2, 1 und. Statte. Los. Benzin ist schon auf Fett. Oh, der ist vergessen. Ah, du hast es mir gesagt. Und du bist vorne. Oh nein, nicht mehr. Schade. Wow, du bist gerade geflogen. Bei mir nicht. Holy shit. Über den Kopf geflogen. Vor mir ein Ferrari. Vor mir ist, ich glaube auch ein Ferrari. Alonso. Das sah gerade aus. Auf einmal fliegen oh. Jetzt bist du erst und ich fahr an dir vorbei. Vettel erster. Ja. Ich hab mich dort auch verbrennt. Ich bin einmal gefahren, außer in F1 2012. Ja, da hast du Vorteile. Jetzt bist du wieder vorne. Jetzt ist eben Ferrari wieder vorne. Nein, jetzt bin ich wieder vorne. Nein. Was? Bei mir sehe ich niemanden vor mir. Lol. Seid wohl gleich auf, jetzt ist wieder Red Bull vorne. Ja, sehe ich. Jetzt fahren sie wieder von mir weg. Also jetzt kommen die scheiß Kurven. Die Scheißkurve. Vor denen hatte ich das ganze Training lang Angst. Bist du gut durchgekommen? Oh. Ja, jetzt. Was denn? Na, jetzt bin ich auch durchgekommen. Mann, hätte ich mich in der ersten Kurve nur verbremst, also in der zweiten nach der langen Geraden. So, ich bin weit weg von Vettel. Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Wie soll es mir gehen? Wie weit bist du denn zurück? 4. Ach du Scheiße. Ich weiß, wo ich die Scheißzeit verliere, weil ich schlecht bremse. Ich habe ja schon mal versucht, auf niedrig zu fahren, also hier Bremshilfe. Ja. Das funktioniert überhaupt nicht. Mhm. Mein Lieblingsplatz 13 und 12. Na, oh, letzter. Schade. Oh Mann, letzter wie immer. Naja, immerhin. Schade. Ja, leider, sehr schade. So. Aber 8 Sekunden, was hast du gemacht, bitte? Ja gut, ich hab dran. Dann komplett abgebremst am Ende, weil ich sonst gegen die Mauer gefahren wäre und ich möchte ja nicht mit einem kaputten Auto zu den Mechanikern kommen, sonst sind die noch böser auf mich. Das stimmt. Was hast du für ein Setup gewählt? 1 nach rechts. Ich auch. Oder 2, ich weiß es nicht. Du weißt aber gar nichts, wir sind. Ist zu lange her. Ich, so, dann kannst du mal irgendwas sagen, falls es Kommentare bei dir gab. Ach ja, bei mir gab es ja das Kommentar hier. Einer wünscht sich mehr Rennen und. Mehr Rennen geht nicht als 19, sorry. Ja, mehr Rennen als 19 geht nicht. Ich glaube, der meint mehr Rennen in der Woche, aber ich glaube, das ist nicht machbar. Das ist sehr schlecht machbar, da wir ja auch andere Projekte haben, also ich zumindest. Ich oder was? Na, du hast ja noch FIFA, das kommt ja alle 2-3 Tage. Bei mir kommt ja jeden Tag jetzt oder es geht nichts und weiter. Naja, gut, dass ich mich ein bisschen mehr anstrengen soll, das versuche ich ja schon. Aber nebenbei das Abitur zu machen, ist auch nicht leicht. Ja, dann nächste Saison, also wir wollen noch eine Saison hinten ranhängen, nur wir wissen noch nicht mit welchem. Welches Auto? Welches Auto? Und das könnt ihr ja entscheiden. Also nehmen wir ein deutsches Auto oder einen deutschen Motor.
Na gut, deutscher Motor wäre eine schöne. Wie viele Runden gibt es denn? Es gibt ganze 14 Runden. Fahren wir mal wieder auf Risiko. Ja, da du ist kannst schon wieder anderes machen. Ist der schon wieder fertig, der Sack? Wie viel hast denn du hier an Sprit übrig vorne? Wie Sprit? Na, Sprit, ob es ein, plus 1 oder plus 2 Runden sind. Oh, das habe ich im Training gar nicht geguckt. Das ist unwichtig für mich. Ich bin froh, wenn ich ins Ziel komme ohne Schaden. Und ohne Strafe. Und ne. Ach komm, Strafen sind nicht mehr so schlimm. Ja, du warst stimmt. Du warst in den ersten. Nee, das kann man ja sagen, das wird am Ende sowieso nicht verraten. Du warst in den ersten drei. Ja, Dingsbums hier, in den ersten drei Rennen warst du schlimmer mit Strafen als ich. Das liegt an Melbourne. Ach Quatsch. Dass am Ende noch so ein Mercedes AMG vorne liegt. Boah, unglaublich. Hui! Und du fährst mit weißen Reifen. Feier den CMS Dynamo da hinten. Einer der einzigsten. Du bist der einzigste mit weißen Reifen. Du hast eine ganz andere Strategie, du könntest weit vorkommen. Vor mir ist Grosjean. Ja. Ich könnte. Und Gutierrez. So. Die fahren mir am Start alle weg, weil meine Reifen schwerer warm werden. Fein. Oh. Bremsen. In rein. Beschleunigen. Kehrs. Oh. Rat mal, wer vor mir ist. Vettel? Perez. Oh. Netter Freund. Den kenne ich doch noch. Nein, jetzt ist wieder Grosjean. Oh, Bottas. Und da hat's gekracht, nicht durch mich. Da hat's gekracht. Du, nee, sag nee, du bist Siebter. Oh ja. Ich hab keine Strafe, ich hab nur eine Verwarnung. Nein. Erstens gut für uns, ich geh jetzt erstmal an Massa vorbei. Nö. Doch. Oh, Alter! Ist echt toll, nö. Das ist schön. Alle bei mir gucken, das geht diese Situation. Dieses Duell kann man bei mir live verfolgen. Aus der Hintertorkamera. Alter, ich muss aufpassen, von hinten kommt der Rambock. Ey, Massa ist wirklich lahm. Jo. Jetzt zieht er wieder weg. Nein! Hallo, hinter mir ist Gutierrez. Im Training hat er mich immer weggehauen. Na, pass auf, die sind hier ein bisschen aggressiv, die Fahrer. Liegt's an. Da hinten hat's gekracht. Weißt du, wer da gekracht hat? Nein, überholt mich. Keine Strafe. Keine Strafe. Aber neunter. Ja, egal. Okay. Vom letzten. Weißt du, wurdest von zwei Leuten überholt? Ja. Und du hast ja jetzt gleich dann zwei DRS sauber. Wenn du dran bleibst, hast du dann DRS. Ne, die vorne weg. Das ist nicht meine Strecke. Zu viele Kurven. Massa geht jetzt wieder innen lang. Auf der Geraden bin ich vorne weg. Du musst versuchen dran zu bleiben. Oder versuche hinter dir, dass die hinter dir kein DRS haben. Das wird schwierig. Die DRS-Zone ist genau nach dem. Nach den schlechten Kurvenkombinationen. Ist ein Hubschrauber? Ja, hinten. Im Hintergrund. Ich sehe nur Bremsstaub. Wie du dort angezischt kommst. Du bist Neunter, ich bin Fünfter. Das ist gut für unser Vermeintliches Punktekonto. Vermeintliches Konto. Du bist ja wieder Neunter. Das ist ja derzeit dein bestes Rennergebnis. War, ja gut, das war damals verfälscht worden von einem netten Herrn Wern. Leider. Und jetzt fährt wieder so ein Teamkollege von dem hinter mir. Ach, Ricciardo. Ja, meine Freunde vom Toro Rosso Rennstall. Oh, das Wetterradar sagt ein trockenes Rennen voraus. Oh, ich Regenspezialist. Ich Regenspezialist, schade. Nein! Was ist los? Ich bremse zu wenig. Ich kämpfe. Ich kämpfe nicht. Ich bin und schon wieder gleiche Kurve und. Zum Beispiel an dir vorbei. Einer, zwei. Oh, shit! Kämpfen. Ja, klar, Kollision verschuldet. Verwarnung? Ja. Nur, oder Strafe? Ja, nur Verwarnung. Zum Glück. Jetzt muss ich dranbleiben.
DHS ist aktiviert, du musst dranbleiben. Hast du? Ich bin noch nicht dran. Der ist aktiviert, jetzt wird es erst bei mir angezeigt. Wow! Okay. Bremst zu wenig? Ja. Bitte, bitte lass mich DRS haben. So, ich bin jetzt direkt hinter dem Viertplatzierten. Nein, kein DRS. Kein DRS für mich heute. Dranbleiben einfach. Oh Mann. Na, ich habe eine andere Strategie, die haben alle weiche Reifen. Ja, ja, du kannst die dann am Ende abziehen. Boah, und Alter! Drin, und ich bin direkt neben Vettel vorbei. Welcher Platz? Wunderhübsch. Genau, du hast gesagt, wo du Vierter warst, war ich genau im vierten Gang. Zufall? Genau. Ich glaube nicht. Nein. Gleich bist du im dritten Gang. Oh, nein. Nö, ich war im ersten. Immer noch nicht, immer noch nicht. Wow. Ich bin direkt neben Alonso, ich muss ihm Platz lassen. Sonst wäre ich kollidiert mit ihm. Kollisiert, genau. Kollidiert. Boah, Scheißkurve. Welche? Es gibt so viele Scheißkurven hier. Ja, stimmt. Und das, die Strecke wurde von einem Deutschen entworfen. Also, nee, sorry. Da ist der Nürburgringer besser. Der wurde auch von einem Deutschen entworfen. Ja, das glaube ich. Ich glaube, der hat nicht so viel getrunken gehabt bei der Konstruktion von dem Ring. Als hier. Ich hab DRS gegen Alonso. Komme nicht ran. Oh! Nein! Nein! Was denn? Nein! Strafe! Nein! Ich hab keine Strafe gekriegt, der ist weggedreht worden von mir. Also das ist locker nicht Strafe. Wenn du das gesehen hättest, na? Also, ja. Du hättest mir glatt 50 Strafen gegeben. Ich ist bin da, Dritter. Ist er in die Box gefahren? Nee, das war am Ende der, das war die Start-Ziel-Kurve, die letzte. Da kann er nicht. Aber es war schon jemand in der Box. Oh. Was? Rat mal, wer hinter mir ist. Dreimal darfst du raten, wer hinter mir ist. Alonso. Grosjean. Oh. Boah, Scheibenkleister. Wann gehst du in die Box? 8. Runde 6. Keine Probleme auf, diesmal. Fahr jetzt auf Reifen sparen und versuch dran zu bleiben, dann hast du die dann. Wieso muss ich Reifen sparen fahren? Ich muss später auf Reifen sparen fahren mit den frischen Weichen. Ich fahre jetzt mit den harten, die kann ich ruhig hart rannehmen. Deswegen heißt es ja auch harte Reifen. Ach nee. Oh, der arme Alonso, das wollte ich nicht. Der ist Gesamtführender in der Weltmeisterschaft. Knapp das ist sehr unrealistisch. Sehr unrealistisch, dass Vettel hinter mir fährt. Ach Quatsch, wir haben das Tempo, Ja klar, Force India, wir haben es aufgepeppt. Wir haben das mit Geld versorgt. Mit unserem YouTube-Money. Aber die Saison verläuft bei dir fast genauso wie richtig bei Force India, wie mit dem Sotil. In dem ersten Rennen, in der ersten Saisonhälfte richtig gut dabei und dann in der zweiten Hälfte, ja, nicht so gut. Na, aber ich bin ja, wir sind ja in der zweiten Hälfte und ich bin gut dabei. Zumindest. Ja, jetzt wieder. Ja, jetzt wieder. Es war kurz mal zeitig so, dass ich drei Rennen scheiße gebaut habe. Dass ich da mal ein bisschen besser war. Ja. Selbst in Singapur hatte ich das Gefühl, dass du besser bist als ich, nur dass du einen schlechten Start hattest oder ja, schlechten Qualifying. Ich bin vor 10. Mir ist guck mal, ich bin 10. Da war ja, jemand in der Box. Bestimmt Alonso. Nee, kann nicht sein, der ist auf Rang 6 oder. Massa ist jetzt 4, der ist vorbei an Vettel. Ach, du bist 2? Nee, ich bin 3. Ach, 3, ja. Scheiße. Weber ist 2, erstes Hamilton und der fährt ja vorne weg. Was komisch ist, also ich glaube, wir werden nicht auf Lotus wechseln, denn jedes Mal, jede Gerade, ich fahre vom Lotus weg. Aber ich verbremse mich dann in der Kurve. Jo, ihr könnt ja mal vorschlagen, gesehen. Wir hatten ja schon Vorschläge von Red Bull und Mercedes. AMG. Vielleicht kommt da noch Ferrari dazu. Ach, schade. Okay, dann zwischen Mercedes. Rot ist keine schöne Farbe, ne? Meine Dynamos. Was? Was? Zwischen Red Bull und Mercedes AMG entscheiden. Ja, also Rot ist keine schöne Farbe, das wissen ja meine Freunde. Das ist so Bayern-mäßig. Obwohl Red Bull hat ja
auch nicht so guten Ruf. Schönes Ja, Lila. Stimmt. Also ich bin dann eher so für Mercedes oder Lotus, weil Lotus ist ja so schöne schwarz-gelbe Farben, aber mit dem Tempo ist es nicht so. Bei Red Bull also, und bei... Also ich schwenke dann doch eher mehr an Mercedes. Gerade weil die hier in diesem Spiel echt gut eingeschätzt wurden. Muss man ehrlich sagen, der Hamilton ist gerade in der Box gewesen. Oh. Aber trotzdem, der fährt richtig weit. Holy shit! Was ist los? Nichts. Hast du eine Strafe? Nein, diesmal nicht. Gut. Aber ich bin Elfter. Ja, stark. Bist an jemanden vorbeigezogen oder was? Nein, die waren in der Box, denke ich mal. Grosjean ist gerade an mir vorbei. Ach, Grosjean fährt in die Box. Sehr gut. Nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Wow, hier ist ein Alonso. Mhm. Boxenausfahrt, so jetzt habe ich höchstwahrscheinlich DRS. Wenn du hinter jemanden bist, du musst nur gucken, wo die Messstelle ist. Jawohl, ich weiß, wo die Messstelle ist. Und hinter mir ist genau dein netter Freund, dein liebster, allerliebster Freund. DRS? Ja. Ach, woher ich das nur weiß? Anbremsen und rein in die Kurve. Du warst schon in der Box, oder? Nee, ich gehe jetzt an. Wo bist du schon? Ich bin in diesem Kurvengeschlängel. Ich bin Ende der zweiten langen Geraden. Ja, da geht's ja dann los mit dem Kurvengeschlängel. Ich bin da mittendrin gerade. Bin genau hinter Alonso. Okay, ja, den habe ich rausgekickt. Das wäre eine Strafe locker gewesen. Mir sagen sie jetzt Boxenstopp. Ich bin Boxenstoppe. Boxenstoppe, würde man sagen bei Ferrari. Nein, bei Cars. Bei Cars, ja. Eine echte Ferrari. Eine echte. Sehen, was hier so für die Boxeneinfahrt bringt. Die bringt echt viel. Naja, die ist recht